Wir schauen uns heute an, wie mein Chart-Layout aufgebaut ist. Das heißt, welche Farben nutze ich konkret für welche Indikatoren? Wie zeichne ich meine Support- und Resistance-Boxen ein? Welche Trendlinienfarben nehme ich, damit ich ganz, ganz klar unterscheiden kann, die Wichtigkeiten der Trendlinien? Wie passe ich das Ganze an? All das im heutigen Chart am VeChain-Beispiel. Und ich würde sagen, starten wir damit rein nach dem Intro. Fangen wir direkt an mit dem Hintergrund. Ja, dazu gehen wir auf Settings und dann sind wir hier schon bei Symbol. Wir müssen aber zu Appearance, ja, und da sehen wir, okay, Hintergrund, der ist erstmal farbüberlaufen. Das heißt, ich möchte einen überlaufenden von Schwarze in ein bisschen helleres. Dementsprechend die erste Farbe hier ist das ganz, ganz dunkle Schwarz und daraufhin ein eher helleres Grau. Dann haben wir die Gridlines, ja. Die könntet ihr erkennen, wenn ich die Opacity hochstellen würde. Ich habe die Opacity auf 0. Ich mag keine Gridlines in meinem Chart, weil ich mich relativ gesehen nur auf meine Kerzen, meine Indikatoren, Support und Resistance und Trendlinie fokussieren möchte. Ja, diese Einstellungen könnt ihr hier also einmal kurz screenshotten, wer möchte, und dann selber bei euch mit reinnehmen. Das gleiche können wir dafür machen, hierfür und hierfür für die Symbole. Das heißt, meine Kerzen sind das ganz normale Grün. Ich glaube, dass es das ganz normale Grün ist. Ich habe das jetzt schon so länger so. Das heißt, dieses Grün nutze ich für den Körper, für die Borders, für den Rig. Und dieses Rot hier nutze ich ebenfalls für alle drei Sachen. Dann haben wir den Preis, den letzten Preis, den nutze ich in Gelb, damit es einfach was Markantes im Chart ist, ja. Und wie ihr seht, wird das hier sehr, sehr schön bereits in den Chart reingezeichnet. Hier haben wir dieses Gelb und die gelbe Linie, die sich hier als Dotted Line, also gepunktete Linie durch den Chartverlauf einmal durchzieht. Damit sind wir bei dem Hintergrund schon fertig und als nächstes machen wir hier die Trendlinie und Horizontal Ray. Ich klicke Horizontal Ray mal an und schiebe das hier rüber. Mein Horizontal Ray sind meistens Extrempunkte, die ich nutze, um sie nochmal klar deutlich im Chart hervorzuheben. Jedoch möchte ich dies aber nicht mit einer zu starken Linie. Das heißt, das hier ist beispielsweise meine Horizontal Ray Linie und dazu nehme ich ein dunkles Blau. Ja, das erkläre ich gleich warum. Und nur ein Pixel als Dicke. Ja, warum? Ich möchte dies nicht als klare Support- und Resistance-Linie drin haben, sondern nur für manche, ja, abstehende Punkte oder falls ich mir etwas horizontal markieren möchte. Dazu nutze ich das Ganze. Dann kommen wir zur Trendlinie und hier habe ich Trendlinie 1 mal angezeichnet. Das hier ist meine Trendlinie, die habe ich immer auf 2 Pixel. Falls ich mal das Ganze mal extrem besonders oder wichtig machen möchte, dann kann es auch mal sein, dass ich die auf 4 Pixel stelle. Im Normalfall ist sie aber auf 2 Pixel eingestellt. Die Farbe, die ich nutze, ist ein sehr, sehr helles Blau. Je dunkler das Blau, desto wichtiger ist meine Trendline. Das heißt, ein solches Blau hier ist nochmal ein wenig wichtiger. Da habe ich das rechte Blau bzw. das Blau darüber genommen. Das ist Standardblau hier oben. Das heißt, das ist nochmal so ein bisschen wichtigere Trendline. Und wenn ich etwas in der Vergangenheit eingezeichnet haben möchte und jetzt gerade nicht unbedingt die Trendline jetzt gerade habe, ja, sondern beispielsweise vor ein paar Wochen, wenn ich beispielsweise jetzt hier eine Trendline gezogen hätte, wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine raus, das hier zum Beispiel, dann hätte ich das hier einfach in diesem Blau gemacht, ja, vielleicht auch hier unten angelegt, dann sieht man es ein bisschen besser. So nutze ich diese Trendline. Das kann aber mit der Zeit variieren und kommt immer auf die Situation an. Das heißt, das sind meine Trendlinien. Schauen wir uns Support und Resistance Box an. Hier habe ich auch zwei Modifikationen. Wir haben einmal die Support und Resistance Box hier unten, wo ich einfach die Opacity einfach runtergestellt habe. Ob die jetzt auf 4%, auf 10% ist oder auf 0%, ist fast kein Unterschied. Ich habe die gerne auf 4, dann sieht man so ein bisschen die Umrandung von Gelb noch. Und die nutze ich einfach, wenn es eine generelle Zone ist im Chart, welche ich im Hinterkopf behalten möchte, ja. Es ist keine Zone, die jetzt gerade direkten Einfluss auf unser Chartbild hat, ja. Im Bitcoin beispielsweise sehen wir das bei dieser Zone hier oben, ja. Das ist diese Zone, die einfach seit, ja, Wochen hier drin liegt, wo wir einfach Support und Resistance haben und wo wir schon einmal gegen angestoßen sind. Sie hat keinen direkten Einfluss gerade im Chartverlauf. Ich möchte sie aber trotzdem drin haben und habe sie somit als Hintergrundfarbe einfach reingemacht in die Zone, was sehr, sehr interessant ist und für mich einfach die richtige Variante. Ja, und dann haben wir hier noch die Zone mit gelber Umrandung. Auch dort habe ich einfach wieder eine andere Farbe als die Hintergrundfarbe. Das könnt ihr euch auch kurz angucken. Das ist diese Farbe und dann wieder Opacity auf 8%. Ja, und die Hintergrundfarbe bzw. die Umrandungsfarbe ist hier einfach das ganz normale Gelb mit 58%, können aber auch 50% sein, kommt drauf an. Wenn ich ganz, ganz starken Fokus drauf legen möchte,
kann ich es auch mal auf 100% stellen, dann sieht man dieses Gelb natürlich noch extremer, aber in der Regel liegt das hier irgendwo in der Mitte. Und ich finde, so sieht man die Zone hier ganz gut. Wenn man beispielsweise hier die unteren Lows als Zone darstellen möchte, dann sieht man hier ganz, ganz klar den Unterschied. Man weiß, wo fängt diese Zone an, wo hört diese Zone auf, und deshalb habe ich diesen Anfangs- und Endbereich durch die gelbe Umrandung. Ja. Im Bitcoin ist es aktuell so, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann haben wir hier eine gelbe Zone, weil das aktuell unseren Chartverlauf beeinflussen kann. Und wir hatten hier oben eine gelbe Zone, weil dies ebenfalls aktuell unseren Chartverlauf beeinflusst hat. Springen wir weiter, was das angeht. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann einmal kurz das Fibonacci Retracement an. Dies variiert auch immer. Ich habe aber eine grundsolide Struktur, was das Fibonacci Retracement angeht. Zum einen gehen wir einmal auf den Style ein. Beim Fibonacci Retracement ist es so, dass ich hier die Trendlinie komplett auf 0 gestellt habe, weil sonst habt ihr eine Trendlinie in eurem Fibonacci Retracement drin, und da ich die 0 und die 100, was das Fibonacci Retracement eingeht, also die 1 und die 0, das können wir einmal kurz reinmachen, rausnehme in meinem Fibonacci Retracement, weil ich mich meistens auf 0,5, 0,618 und 0,65 sowie 0,786 versteife, beziehungsweise darauf fokussiere, macht es oft keinen Sinn, die 0 und die 1 einfach ja zu grafischen Zwecken mit drin zu haben. Dementsprechend habe ich oft so, dass ich die 0 und die 1 rausnehme, dann 0,5 drin habe, 0,786, 0,618 und 1,618 ebenfalls, aber kommt drauf an, wenn ich neue Preisziele damit bestimmen möchte. Oftmals nutze ich dies auch nicht. Jedoch 0,65, wie ihr es bereits aus den Videos kennt, ist immer auch mit drin. Und dann stellen wir diese blaue Farbe ein, dann bekommen das genau dieses passende Chartbild, ja, 100% Opacity, und dann ist das sehr, sehr gut. Der Background, wie gesagt, ist auch relativ niedrig eingestellt. Wenn wir einen zu hohen Background haben, dann seht ihr, ist das Ganze mehr ein Block. Wenn wir aber den Background schön runterfahren von der Opacity her, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Wir wissen genau, das ist unsere Zone. Ja, wir können das ganz gut einzeichnen. Wenn wir die Trendlinie wieder wegmachen, dann sehen wir, okay, wenn wir dieses Fibonacci Retracement einmal angezeichnet haben, dann haben wir dort die Zone drin. Wir fokussieren uns alleine auf die Zone und haben nicht 300 Linien drin. Wir haben genau 4 Linien drin und wir haben 2 bis 3 Zonen drin, wie man es jemals deuten möchte. Das heißt, so nutze ich das Fibonacci Retracement hier auch alltäglich. Dann seht ihr bereits, habe ich Moving Averages noch drin. Ja, und da 2 verschiedene. Ich habe einmal die EMA Ribbons von 20 bis 55 drin. Die kommt ihr euch übrigens als EMA Ribbon Crypt von dem guten Herrn einfach reinziehen. Ja, und dann passt ihr die an. Das heißt, wir schauen uns die Anstellungen mal an. Die sind normalerweise anders im Chart mit anderen Farben. Ich nehme die MA1, nehme ich wiederum diese Farbe, und dann läuft das runter einmal bis hinterher zur MA8, bis zu dieser Farbe, und dann habe ich einen sehr, sehr schönen Farbverlauf in den Moving Averages, kann genauestens sehen, wann wir hier flippen. Ja, wir haben immer noch einen sehr, sehr schönen Unterschied, trotzdem ist es ein stimmiges Chartbild, was mir immer sehr, sehr wichtig ist, und trotzdem haben wir weiterhin alles drin im Chart, was wir brauchen. Das heißt, wir haben hier einen Input von 20, 25 und dann steigert sich das hoch bis 55 auf den Close, und so funktioniert das Ganze sehr, sehr gut für mich. Dann haben wir den Volumenindikator drin, dort auch einfach im Style mit dieser Farbe und dann im Style mit dieser Farbe. Das Ganze ist mit Opacity 50 eingestellt, dann schaut das Ganze sehr, sehr schön aus. Oftmals mache ich den Volumenindikator auch vollkommen raus, kommt drauf an, auf den Trade natürlich. Aber falls ihr die Einstellung so übernehmen wollt, dann könnt ihr den Volumenindikator natürlich so reinmachen. Ihr könnt ihn anders reinmachen, wie ihr wollt. Dann habe ich natürlich noch den Moving Average 200. Ja, der ist so eingestellt, dass ich wieder dieses Gelb benutze, damit das gleich im gleichen Chartbild verankert ist. Genauso wie das normale Gelb, was ich halt für die Boxumrandung nehme und auch für den Preis. Trotzdem hält man das immer noch sehr, sehr gut auseinander. Auch hier wieder Opacity auf 100. Input ist 200, das heißt, ich habe die 200er Moving Average und den 50er Moving Averages drin. Hier ein etwas schwächeres Gelb liegt daran, dass der 200er Moving Average natürlich viel, viel stärker ist als der 50er Moving Average. Und trotzdem, wenn man beide sehr, sehr schön kombiniert, und wenn wir beispielsweise hier in diese Zone laufen würden, hier liegen beide Moving Averages, vielleicht noch die EMA Ribbons, könnte es gut sein, mit Support Resistance, Fibonacci Retracement und dem ganzen Schnickschnack, dass wir dann wieder von nach unten laufen. Das heißt, so
Ja, kann ich sehr, sehr schön bestimmen, okay, ist das ein wichtiger Moving Average, ist es ein unwichtiger Moving Average, der dann hinterher in meinem Chartbild läuft und man gewöhnt sich einfach sehr, sehr schnell dran. Was ich ebenfalls noch sehr gerne ansprechen würde, ist der RSI. Den habe ich ein wenig besonderer eingestellt. Natürlich läuft er auf dem Input 14, so wie es sein sollte. Dann habe ich den RSI auf blau eingestellt, auf diesem hellblau. Das RSI-Based Moving Average Band habe ich hier auf diesem dunkelblau eingestellt. Dieses Upper Bollinger Band, also ich nutze die Bollinger Bänder nicht im RSI selber, dementsprechend sind diese Einstellungen vollkommen egal. Jedoch haben wir hier das RSI Upper Band, ja, was ihr hier direkt seht, wenn das hier an- und ausgemacht wird, das liegt bei mir bei 80 und nicht bei 70, genauso wie das Lower Band bei 20 liegt und nicht bei 30. Einfach aus dem Grund, dass ich gerade bei volatilen Assets diese extremen Schwankungen mitnehmen möchte, was den RSI angeht und mir wirklich sicher sein möchte, dass das, was ich gerade trade, unterkauft oder überkauft ist. Das heißt, die normale Einstellung ist 70-30, ich nutze 80-20, um noch mehr reliable Trades zu nehmen, um vielleicht auch nicht alle Trades mitzunehmen, aber dafür ein wenig bessere. Ihr seht hier im Bitcoin-Chart habe ich den RSI ebenfalls drin, ja, und wie man hier sehen kann, ist das hier oben wieder die 80er-Linie, die ich habe. Ihr seht aber auch, dass ich mir hier eine Linie reingezeichnet habe, was ihr ganz einfach über die horizontale Linie machen könnt. Ja, dann ist die hier drin und dann geht ihr auf Einstellungen, auf Koordinaten und könnt hier beispielsweise euch die 70er-Linie wieder reinlegen lassen. Ja? Wie ihr seht, habe ich die 70er-Linie hier ebenfalls drin, einfach in diesem Blau halt. Und dann habe ich eine Dotted Line genommen, damit das hier ähnlich ausschaut, jedoch immer noch der Unterschied klar ist von der 70er zur 80er. Und so hat man auch, finde ich, einen sehr, sehr schönen Kasten nochmal hier drin, beziehungsweise eine Linie, wo man sieht, okay, wir sind hier überverkauft, aber hier oben, da sind wir schon mal nochmal über 80 und das ist nochmal sehr, sehr viel stärker. Das heißt, ich habe nicht nur 70-30 drin, ich habe auch noch 80-20 drin. Und das finde ich beim RSI sehr, sehr angenehm und das nutze ich wirklich auch so, wie es hier drin ist. Ja, vielleicht noch ein ganz, ganz simpler Tipp, der wird natürlich auch noch im großen TradingView, wie nutze ich TradingView, was kann ich alles damit machen, Tutorial kommen. Aber wenn ihr hier beispielsweise auf unsere Trendlinie gehen und das Ganze dann hinterher zu Favoriten hinzufügen, ja, dann seht ihr schon, wird das hier rechts oben in eure Hotbar, sage ich mal, mit reingenommen. Ich habe die gerne hier rechts oben, weil dort nichts anderes ist. Ja, viele haben sie auch im Chartverlauf, da würde es mich stören. Dementsprechend, falls ihr hier beispielsweise sagt, ihr nehmt oft einen Arrow, das heißt einen Pfeil, eine Trendlinie mit einem Pfeil daran, dann nehmt die ruhig zu Favoriten hinzu. Dann müsst ihr nicht immer hier draufklicken zu Horizontal Ray und dann in den Chart klicken, sondern ihr könnt ganz einfach hier oben hingehen, ein Klick, fertig und dann geht das Ganze sehr, sehr schnell, gerade wenn es mal schnell gehen muss. Das sind also meine Einstellungen in TradingView. TradingView nutze ich ja wie bekannterweise zum Charten und dann hinterher im Trading nutze ich natürlich Broker bzw. Plattformen, welche mir es richtig gut mit zu guten Konditionen ermöglichen zu traden. Und aktuell, gerade bei Kryptowährungen, was ich sehr, sehr gerne trade aktuell, ist das BitGet. Hier habe ich euch beispielsweise die beste Kryptobörse 2023 verlinkt. Hier könnt ihr über meinen Link einfach zu Bitgold gehen und euch dort über diese Krypto-Plattform anmelden und dann könnt ihr noch einen 5.005 Dollar Bonus einsacken bei bestimmten Konditionen dementsprechend, falls ihr noch keine Kryptobörse habt, nicht wisst, wo ihr Kryptos traden könnt oder aber auch einfach nur Kryptos für den langfristigen Anleger kaufen könnt. BitGet ist auf jeden Fall die beste Kryptobörse 2023. Und BitGet ist auch ein gutes Stichwort, denn am Sonntag wird das Video zu BitGet kommen, wo ich euch die Plattform einmal vorstelle. Dann wisst ihr alles rund um Einzahlung, Auszahlung, wie nutze ich das Spot-Trading-Konto, wie nutze ich das Futures-Trading-Konto und wie kann ich wirklich auf BitGet richtig gute Trades landen und auch richtig zu richtig guten Konditionen handeln. Dementsprechend liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen, um die wichtigsten Videos in den kommenden Wochen nicht zu verpassen und dann sehen wir uns im nächsten Video am Sonntag. Ciao!